negative Menschen. Wie löst man dieses Problem? Wie kann man einem Menschen, der einem ständig negativ begegnet und der einen immer runterziehen will, entgegentreten, ohne dass die sich einem ständig auf die Lippe beißen ist? Guten Morgen! Jeder Mensch kennt diese Menschen. Im Alltag und auch mal im Kanal sind diese Menschen zugegen. Überall. Das sind Menschen, die die positive Stimmung, die man hat, oder positive Gedanken, die man äußert, als Anlass nehmen, negativ aufzutreten. Ihr habt eine neue Idee, dann kommt der suffisante Hinweis eines Freundes oder einer Freundin, warum das sowieso nicht funktioniert. Ihr habt gute Laune und ein Arbeitskollege kann nicht anders, als euch genau in diesem Moment irgendeine negative Nachricht zu geben oder durch seine Mimik und Gestik ja euch versuchen da runterzuziehen. Diese Menschen gibt es zuhauf. Aber wie geht man damit um? Energie oder Energien, die aufeinanderprallen, sind immer auf der Suche nach Kohärenz, nach Gleichschwingen. Das bedeutet, jeder Mensch hat ein energetisches Muster und strahlt Energie aus. Wenn zwei Menschen sich dann begegnen, dann überlappen sich die Wellen und streben an, gleich zu schwingen. Je nach Persönlichkeit ist dieser unbewusste Wunsch stark oder weniger stark ausgeprägt. Ihr könnt das mal beobachten. Im Spülbecken. Wie zwei Wassertropfen, ein größerer und ein kleinerer, die in das ruhige Wasser reinfallen lassen, die ein unterschiedliches Energiemuster haben, also die Wellen unterschiedlich stark sind, dass diese, wenn sie sich begegnen, dass sie sich zusammenfügen und zu einer Welle werden, sie werden kohärent. Menschen, die borniert sind und wenig demütig, die neigen dazu, kaum sich der Energie des Gegenübers anpassen zu wollen. Die haben ihre Welle und schwingen in dieser Welle. Menschen dagegen, die offen und herzlich sind, die nehmen sehr schnell das Energiemuster der Wellen des Gegenübers wahr und auch auf und treten in Resonanz. Warum? Weil liebenswerte und offene Menschen nicht über ein großes Ego verfügen und entsprechend viel mehr Wert darauf legen, im Gleichklang mit ihrer Umwelt zu leben und entsprechend eben auch mit dem Mensch, dem man da gerade begegnet ist. Wenn ihr ein Mensch seid, der auf der Suche nach Harmonie und universeller Liebe ist und dabei euer Ego Stück für Stück abbaut, was ein langer und schwieriger Prozess ist, euch dann aber einen Menschen gegenüber seht, der starr und steif in seiner Person negativ und ohne Liebe daherkommt, dann wird dieser Mensch euch einfach komplett mit seiner Energie überlagern und ihr schwingt mit ihm mit. Ihr könnt ja gar nicht anders. Ihr seid auf Harmonie bedacht und entsprechend schwingt ihr mit. Ihr werdet auch dann negativ werden, solange ihr unter diesen oder negativ bleiben, solange ihr unter den Einfluss dieser Person steht. Also Christian, sollte man diese Menschen meiden? Das war der erstbeste und der wohl meistgegebene Ratschlag in Selbsthilfebüchern und YouTube-Kanälen. Aber was bedeutet das? Das bedeutet Isolation. Das bedeutet Rückzug aus der Gesellschaft, die derzeit noch im Zeitalter des Materialismus feststeckt. Und so vergibt man auch die Möglichkeit, dass evolutionär weiterentwickelte Energiemuster der Liebe und der Demut vor der Natur, das man in sich trägt, schneller weiterzugeben und damit die Verbesserung der Welt voranzutreiben. Und jemand, der wahrhaftig liebt, der hat immer das Ziel, die Welt zu verbessern, auch wenn er das nicht explizit formuliert. Wer nur einfach positive Menschen um sich haben will, damit es ihm besser geht, der kann den Ratschlag tatsächlich annehmen, einfach diese negativen Menschen zu meiden. Aber wer wirklich auch nur in Ansätzen die Liebe spürt, wer spürt, wie unsagbar friedvoll und perfekt das Universum ist, der sollte einen anderen Ansatz haben, mit negativen Schwingungen im Alltag bei anderen Menschen umzugehen. Und das wäre die Transzendenz. Ein Begriff, der auch vielfältig benutzt wird und den ich schon in kuriosesten Zusammenhängen gehört habe. Ich erkläre euch meine Definition und damit auch meinen Ratschlag an euch. Klebt nicht zu sehr an den Worten, sondern an dem, auf was sie hinweisen. Also wenn ich euch empfehle, Transzendenz als Ziel im Umgang mit negativen Schwingungen zu haben, dann bedeutet das Durchlässigkeit. Um negative Energie, die auf einen zuströmt, um diese abprallen zu lassen, wie das auch oft empfohlen wird, dann müsst ihr eine Wand aufbauen. Das kostet Energie. Die Wand auch immer wieder zu erneuern und zu pflegen, das kostet Energie. Energie, die euch fehlt. Wenn jemand euch ständig negativ begegnet, dann versucht es
seine Wellen einfach durch euch hindurch zu lassen. Euer energetisches Muster, eure Wellen in eine andere Sphäre zu heben. Bei dem Wasserbeispiel, da ist der große negative Tropfen, der dann sozusagen schwingt, auf das Wasser beschränkt. Wenn ihr der kleine Tropfen seid, also es ist, der große Tropfen ist auf das Wasser beschränkt, wir lassen die minimale Luftverdrängung durch die Wellenbewegung mal außer Acht. Es geht ja nur um ein Bild zu entwickeln. Also der negative Tropfen ist der negative Mensch, der schwingt im Wasser. Wenn ihr eure Energie aber über das Wasser transformiert, eure Welle, wenn ihr in der Luft schwingt, dann rauschen die großen negativen Wellen einfach unten durch. Und das klingt jetzt für unseren konditionierten Verstand wie ein Akt der Arroganz, sich zu erheben und die unten dann die negative Schwingung zu lassen. Aber es ist lediglich eine Anpassung an die Umstände. Ihr seid ja dazu quasi gezwungen. Ein zartes, fragiles, positives Energiemuster wird einfach, wenn es auf der Ebene der Negativität agiert, zermanscht. Viele von euch werden das kennen. Ne? Und dann immer nur ja, vor diesen negativen Tropfen wegzulaufen, um auf derselben Ebene zu bleiben und irgendwo sich einzuigeln in seiner kleinen Welt mit Büchern im Bettchen oder mit Gladiolen im grazilen Garten, das kann nicht die Lösung sein. Nicht nach meinem Verständnis. Liebe, Demut und Toleranz zu mehren, das ist ein Fortschritt in der geistigen Evolution. Das ist meine persönliche Meinung. Und daher empfinde ich eine Flucht vor Negativität als nicht zu empfehlen. Ein energetisches sich erheben über die Negativität und den Menschen, die von dieser Negativität gefangen ist, das ist tatsächlich meine Empfehlung. Damit ist nicht gemeint, dass ihr als Mensch mehr wert seid oder euch tatsächlich rechtlich über andere Menschen ja, erhaben fühlt, sondern eure energetischen Schwingungen sollen einfach auf einer anderen Frequenz senden. Der negative Mensch wird euch dann natürlich, wenn er spürt, dass er keinen Zugang auf euch hat, dann wird er euch als arrogant bezeichnen. Was ja auch wieder nur ein persönlicher Angriff und damit auch wieder Negativität bedeutet. Darauf dürft ihr nicht eingehen, so schwer es euch fällt. Denn dann hat er wieder Einfluss auf eure energetische Ebene. Streitet nicht mit negativen Menschen. Ihr begebt euch dadurch auf ihr energetisches Niveau und da vernichten sie euch durch ihre Erfahrung. Denn die Kreisläufe, die unser Gehirn aufbaut, wenn es sich in einen Strudel der negativen Gedanken gebracht hat, diese Kreisläufe sind extrem stabil. Da gibt es immer wieder Gründe, die euer Gehirn findet, warum alles schlecht ist. Also flüchtet nicht vor der negativen Energie. Werdet transzendent und steht über den negativen Menschen. Das wäre meine Empfehlung an euch, wie ihr mit negativen Menschen umgehen solltet. Ich hoffe, ihr konntet euch was mitnehmen. Ich bin gespannt auf eure Kommentare. Vielleicht habt ihr andere Tipps, wie man mit negativen Menschen umgeht. Ich bin gespannt. Wir sehen uns morgen oder in den Kommentaren wieder. Euer Christian. Ciao.